Hallo, ich wollte jetzt noch einen Lieblingsfilm von mir vorstellen, und zwar Kap der Angst mit Robert De Niro und Nick Nolte. Der Film ist sowas von genial, der ist so oft parodiert worden, auch bei Simpson. Der Film selber ist ein Remake, das wusste ich indirekt später erfahren halt. Es gibt einen Film aus den 60er Jahren, glaube ich, ist der gleiche Titel, ist anderer Schauspieler, ist nur ein Remake gewesen, aber in meinen Augen ist dieser Film die beste Rolle, die Robert De Niro gespielt hat. Ich sag nur Max Cody, dieser Kriminelle. Die Story ist halt irgendwie, dass ein Anwalt ein Strafverteidiger ist, damals noch, und dann irgendwie einen Vergewaltiger verteidigen soll. Er aber beim Gericht nicht alles angibt, dass so gesehen, dass der dann richtig verurteilt wird, der Sachen hätte angeben müssen als Anwalt, dass er weniger Strafe bekommt, hat er nicht gemacht. Ergo, der Kriminelle kommt ins Gefängnis. Und 20 oder 15 Jahre später kommt er raus und sucht den Anwalt aus und stalkt den, belästigt den, aber nicht als im grünen Bereich so gesehen. Also der macht Terror, also schlauen Terror. Also den Film muss man unbedingt gesehen haben irgendwie. Der Film ist so gruselig spannend irgendwie. Dann stalkt er die Tochter noch in der Schule und so. Also das ist in meinen Augen der beste Film von Robert De Niro, die Rolle. Der ist so cool. Ich sag nur, in der Simpson-Folge haben sie diesen parodiert damals, Tingle Tangle Bob, genau, Tingle Tangle Bob war das gewesen, die Folge mit Bart, wo er da Bart in Gefängnis war, da im Knast war und dann Liegestütz gemacht hat, trainiert hat, sich Tattoos machen lassen, auf der Arme, auf der Brust und so. Der Film ist echt hammermäßig und vor allem gruselig und Ende und spannend war der Film gewesen. Vor allem das Ende da auf dem Schiff und so, ich spoilere jetzt nicht, nein, der Film ist durchgehend spannend, richtig gut besetzt, auch die Schauspieler, Nick Nolte ist auch gut gewesen damals noch. Der ist ja bekannt geworden durch 48 Stunden. Da war seine Hauptrolle, also ein Durchbruch gewesen, würde ich sagen jetzt, aber der Film habe ich sowas von beeindruckt, glaube ich. Und die Tochter von dem Anwalt ist, glaube ich, sogar, die spielt mit bei From Dusk Till Dawn, spielt die, glaube ich, mit. Teil 1 natürlich, nicht die anderen großen Filme, die nachgekommen sind. Und der Anwalt ist, glaube ich, Sam Boden hieß der. Also der Film war echt gut gewesen. Da sind die so schlau gemacht irgendwie, wo er im Kino sitzt und vor allem das Zeichen von Max Cody ist, der raucht Zigarren, richtig schöne Zigarren immer so im Kino irgendwie. Ist der Anwalt mit der Familie im Kino, sitzt der erste Reihe und dann lacht sich kaputt und raucht da so ganz. Der Film ist einfach nur, den muss man gesehen haben. Das ist eine Pflicht ohne Ende, finde ich. Falls ihr den Film nicht kennen solltet, unbedingt nachholen. Ich weiß nicht, wie teuer der Film jetzt ist bei eBay oder Rebuy, ob da irgendwo gestreamt wird. Amazon, wie gesagt, Amazon will ich keinen Film kaufen oder leihen, da wird es gleich lieber geben und selber kaufen, die Filme. Das ist mehr von, wenn man jetzt irgendwie bei Rebuy den Film kauft, als wenn man da Amazon das Geld verballert für einen Film, der aber auf dem Streamingdienst drauf hat. Nicht wert. Okay, wie gesagt, Kap der Angst, meine Top-Empfehlung. Zweite Daumen nach oben. Und der Film war sowas von genial, fand ich. Erstmal gesehen dachte ich, mein Gott, der Film ist ja gut, auch schauspielerisch und soundtrackmäßig. Der ganze Soundtrack ist düster, passend. Also ich habe nie einen selten so einen guten Film gesehen wie diesen Film. Okay, bis bald. Ciao.